herzlich willkommen heute hier zum Thema Calcium. Und zwar geht es darum, dass so manche Leute wie auch ich den Chronometer oder die FDDB nutzen, um halt zu gucken, wie ihr Nährwertprofil und ihr Vitamin- und Mineralstoff etc. Profil ist. Und mich da gefragt haben, wie sieht das aus? Ich komme mit einer vollwertigen pflanzlichen Ernährung nicht auf meinen Calciumwert, den ich haben sollte, auf die Calciumempfehlung von 1000 Milligramm. Wie das bei mir aussähe, was ich davon halte und ja, ich sollte mich dazu äußern, was ich schon mehrfach per Mail oder sonstige Anfragen gemacht habe. Und daher denke ich, ist es ein gutes Thema, was man auch mal in einem Video ansprechen könnte. Vor allem, weil das Thema jetzt Calcium oder Osteoporose oder alles, was damit zusammenhängt, wie ich finde, sehr, sehr kompliziert bzw. multifaktoriell ist und man da mehrere Sachen zu erklären muss, sollte, und das will ich heute hier mal tun. Mit einer rein pflanzlichen, fettarmen, vollwertigen Ernährung komme ich so auf meine 700 bis 800 Milligramm Calcium und die Empfehlungen der DGE, der Deutschen Gesellschaft für Ernährung, aber auch der Food and Drug Administration in den USA und eigentlich so jeder Gesundheitsorganisation, die es weltweit gibt, empfiehlt um die 1000 Milligramm pro Tag. Und das nun wird häufig empfohlen, mit Milchprodukten zu erreichen, weil Milchprodukte so hoch einen so hohen Calciumanteil haben. So, was ist jetzt daran so kompliziert? Zum einen, dass Milchprodukte Phosphat enthalten und Phosphat in der Lage ist, zweiwertige Ionen oder Kationen besser gesagt wegzufangen, also sowohl Calcium als auch Eisen, als auch Magnesium, als auch, ich glaube, Zink und noch ein paar andere. Und daher ist zumindest biochemisch betrachtet Calcium aus Milchprodukten nicht unbedingt die optimalste Quelle für Calcium. Ich berufe mich da in erster Linie halt auf Studien, die ich bekommen habe durch die Bücher der veganen Ärzte, wie Neil Barnard, wie Carl Wohl Esselstyn, wie Dr. Dean Ornish, wie Dr. Joel Fuhrman etc. Und habe da mal ein paar Sachen zusammengetragen, die, finde ich, in dem Aspekt, also unter diesem Aspekt relativ ziemlich interessant sind. Neil Barnard beruft sich da in seinem wunderbaren Buch Breaking the Food Seduction über Esssüchte, beziehungsweise, oder warum manche Nahrungsmittel so wahnsinnig verführerisch für uns sind, auf eine Studie, die durchgeführt wurde im Jahr 2000, ich verlinke euch natürlich alle Studien hier unten drunter, in der man geschaut hat, wie verhält es sich eigentlich bei heranwachsenden Mädchen mit dem Knochenaufbau im Verhältnis zu Sport, repräsentative im Verhältnis zu ihrer Calciumaufnahme. Da haben sie Mädchen im Alter von 12 bis 18 Jahren beobachtet und geschaut, wie viel Sport treiben die, was essen die und wie ist ihre Knochendichte. Und geht da davon aus, dass Mädchen in diesem Alter, beziehungsweise überhaupt Heranwachsende, besonders viel Calcium brauchen, eben weil ihre Knochen wachsen und mehr Calcium brauchen. Die Empfehlungen der DGE gehen bei heranwachsenden Mädchen nicht in Richtung 1000 Milligramm, sondern in Richtung 1300 Milligramm. So, und diese Studie hat beobachtet, dass bei Mädchen zwischen, also die durchschnittlich zwischen 500 Milligramm und 1500 Milligramm Calcium verzehrten, sich nach Abschluss des Wachstums eigentlich keine Korrelation zwischen Knochendichte und Calcium gezeigt hat, sondern eher zwischen Knochendichte und Sport in diesem Zeitraum ihres Lebens. Also als sich die Knochen aufbauten, war nicht so entscheidend, wie viel Calcium sie gegessen haben, sondern wie viel Sport sie getrieben haben. Weil Sport natürlich dafür sorgt, dass die Durchblutung angekurbelt wird, dass auch die Durchblutung in den Knochen entsprechend angekurbelt wird und daher die Versorgung mit Calcium umso besser ist. Beziehungsweise der Knochen natürlich auch realisiert, oh, hier ist Belastung, da muss ich mich mehr stärken. Also da war der Zusammenhang mit der sportlichen Betätigung größer als mit dem Calciumverzehr.
Die Weltgesundheitsorganisation, die WHO, hat sich zum Thema Osteoporose Gedanken gemacht und hat dazu Empfehlungen ausgesprochen. Die gehen dahin, dass man sagt, in Ländern mit einem hohen Frakturrisiko, also mit vielen Knochenbrüchen, ein Minimum von 400 bis 500 Milligramm Calcium am Tag erforderlich ist. Das heißt, auch das ist ungefähr nur die Hälfte von dem, was die DGE empfiehlt. Wie ich schon sagte, ich persönlich komme in der rein pflanzlichen Ernährung auf 700 bis 800 Milligramm am Tag, was ich unter diesem Aspekt als ausreichend empfinde, wenn zur Osteoporose Prävention 400 bis 500 Milligramm am Tag ausreichen. Es ist aber halt auch nicht nur der Calciumverzehr per se, dann auch noch die Quelle, aus der das Calcium bezogen wird, seien es Milchprodukte, die halt viel Phosphat halten, was das Calcium wegfangen kann und den Körper davon abhält, es aufzunehmen. Es spielt auch noch Vitamin D eine große Rolle und es spielt auch Östrogen eine große Rolle. Alles beides hilft, im Körper Calcium, also in den Knochen Calcium einzulagern. So kommt es dann natürlich bei Frauen, wenn die in die Wechseljahre kommen und ihr Körper nicht mehr so viel Östrogen produziert, vermehrt zu Knochenbrüchen bzw. Osteoporose. Jetzt bin ich ja gerade in der Kölner Endokrinologie in der Uniklinik in meiner Formulatur beschäftigt und das ist wirklich sehr erstaunlich, weil da, so sagte der Prof sogar schon mal in einer seiner Vorlesungen, die Endokrinologen gehen sehr, sagte er, ich glaube, großzügig mit der Verschreibung Vitamin D-Präparaten um, was einfach damit zusammenhängt, dass die tatsächlich bei, ich sag mal, 80% aller Patienten feststellen, dass deren Vitamin D nicht auf dem erforderlichen Wert von mindestens 30, das war's, Milligramm pro Deziliter oder so ist. Also es soll zwischen 30 und 70 sein. Meisten Leute sind drunter, meisten Leute, die da rumlaufen, sind aber dann auch keine Pflanzenesser, sondern normale Mischköstler. Und das heißt, man kann da schon mal davon ausgehen, dass womöglich die meisten Leute sowieso grundsätzlich zu wenig Vitamin D, produzieren wahrscheinlich, weil die meisten Leute einfach den ganzen Tag zu Hause sitzen, nicht in die Sonne gehen und Vitamin D wird ja nun auf der Haut selber synthetisiert und dann nochmal in der Leber und in der Niere hydroxyliert und erst dann wird es zum aktiven Vitamin D, was auch helfen kann, das Calcium in den Knochen einzubauen. Wenn man das nicht macht, wenn man kein Vitamin D produziert, kann der Körper auch kein Calcium in die Knochen einlagern. Und dann in der Menopause bleibt das Östrogen weg und auch da kommt es dann dazu, dass, wie gesagt, kein Calcium eingelagert wird. Jetzt gehen die Endokrinologen dort aber auch hin und empfehlen natürlich den Verzehr von Milchprodukten, weil schlussendlich, wo soll der Mensch sonst sein Calcium herkriegen? Da gibt es natürlich Möglichkeiten. Da gibt es sowohl die Möglichkeit, es aus Getreide, Hülsenfrüchten oder Gemüse aufzunehmen. Aber sagt den Leuten mal, sie sollen 500 Gramm Brokkoli am Tag essen. Das kriegen die noch schwerer hin, als dass sie es hinkriegen, zwei Joghurts oder so am Tag zu essen oder bevorzugt Käse einzubauen und diese Sache. Und das ist auch so, nehme ich an, der Grund, warum in den Empfehlungen der DGE immer noch drin ist, dass man entsprechend Milchprodukte verzehren soll, weil auch die hingehen und sich überlegen, so okay, wir müssen der Bevölkerung irgendeine Ernährung empfehlen, die auch halbwegs durchziehen können. Deswegen steht da auch nicht drin, grundsätzlich keine Süßigkeiten essen, obwohl jeder weiß, dass ungefähr alles an Süßigkeiten schädlich ist, außer die guten Gefühle, die es dann macht. Aber die wollen den Leuten das einfach nicht komplett verbieten, weil es ein Großteil der Bevölkerung einfach macht, weil es ein Teil unserer Gesellschaft ist. Es gibt aber bezüglich Milchprodukte auch mittlerweile echt viele Studien, die herausgefunden haben, dass ein erhöhter Verzehr an Milchprodukten erstaunlicherweise mit einem erhöhten Frakturrisiko verbunden ist. Ich habe da jetzt nicht im Kopf, welche Mengen an Milchprodukten respektive welche Mengen an Calcium verzehrt wurden, aber sowohl in einer Studie, die letztes Jahr ziemlich in den Schlagzeilen war aus Schweden, aus Uppsala, wo es waren unglaublich viele Leute. Es war eine riesen Kohortenstudie, wo man gesehen hat, je mehr Milchprodukte verzehrt wurden, desto mehr Knochenbrüche gab es auch. Und eine ähnliche Studie gibt es aus Harvard, die ist schon ein bisschen älter, nicht ganz so neu. Moment, finde ich die denn jetzt? Von 1997, da haben sie die Menschen über 12 Jahre beobachtet.
das waren auch knapp 80.000 Menschen. Und auch da hat man ein erhöhtes Frakturrisiko festgestellt, unter einem erhöhten Milchprodukteverzehr. Und es ist natürlich alles irgendwie verrückt, wenn man sich das so betrachtet. Und dann überlegt, so, was soll man den Menschen denn dann empfehlen? Ja, ich persönlich würde hingehen, ja super, wenn ihr 1000 Milligramm Calcium jeden Tag verzehrt. Am besten nicht aus Milchprodukten. Ich denke, dann ist man super safe, aber auch das kriege ich persönlich nicht hin. Es sei denn, ich mache wirklich eine 57 Gramm Packung Brokkoli jeden Tag leer. Was man dann natürlich noch machen kann, was ich auch durchaus für sinnvoll halte, gegebenenfalls, ist Pflanzenmilch, die mit Kalzium angereichert ist, zu konsumieren. Oder, was natürlich auch geht, ist Mineralwasser. Schlicht und ergreifend. Da gibt es mehrere Sorten. Je nachdem muss man halt drauf schauen, wie viel Kalzium ist wo drin. Soweit ich das jemals beobachtet habe, ist Gerolsteiner unglaublich kalziumhaltig, also ziemlich stark kalziumhaltig. Man kann darüber gehen. Es gibt halt auch Leute, die sich in der Endokrinologie vorstellen, die weder Mineralwasser trinken noch Gemüse essen. Und da wird dann halt empfohlen, dann geh auf Milchprodukte. Das ist halt schwer. Und natürlich kommen dann auch, wenn man zum Beispiel Sojamilch trinkt nach seiner Menopause, mit den Phytoöstrogenen, die halt auch dabei helfen, das Kalzium aufzubauen, weil sie in dem Fall genauso wirken wie die körperliche Östrogene. Was auch noch ein Faktor ist, in dem Zusammenhang, in den Leitlinien zur Osteoporose steht auch drin, dass ein BMI von über 20 förderlich ist. Ich bin mir nicht genau sicher, woran das liegt, kann damit zusammenhängen, dass Körperfett selber Östrogen produziert, dass man dadurch dann einfach mehr hat. Was auch richtig böse ist für Osteoporose, ist das Rauchen. Ich weiß auch nicht genau, womit das zusammenhängt. Möglicherweise mit einer erhöhten Cortisolausstößung, weil auch Cortison, wenn man dauerhaft unter Cortisontherapie ist oder Steroidhormone nimmt, weil man Muskelmasse aufbauen will, so als super mega Bodybuilder, auch das führt zu Osteoporose. Und ja, warum kommt es überhaupt zu Osteoporose? Warum gibt der Knochen sein Kalzium überhaupt auf, gegebenenfalls? Warum hält er das nicht für wichtig genug? Naja, auch der Skelettmuskel und auch der Herzmuskel, die brauchen, um arbeiten zu können, ebenfalls Kalzium. Und bevor das Herz hingeht und sagt, okay, ich habe mich genug, ich höre auf zu schlagen, sagt der Knochen, okay, Herz, du bist wichtiger, hier, nimm du das Kalzium. Und so wird es dann freigesetzt. Und so kann es überhaupt erst dazu kommen. Naja, und in Anbetracht dieser Datenlage, was die WHO-Empfehlung betrifft, mit einem Mindestverzehr von 400 bis 500 Gramm am Tag zur Vermeidung von Osteoporose, indem man darauf achtet, dass man auch genug Vitamin D bezieht, egal wie, schlussendlich in die Sonne gehen. Man kann auch irgendein Vitamin D-Präparat nehmen, man kann auch im Winter auf die Sonnenbank gehen. Also, dass man halt schaut, dass das abgedeckt ist. Und dann überlege ich ja auch immer noch bezüglich Östrogen, und beziehe mich da auch wieder auf Dr. Barnard, der schreibt, in welchem anderen, war das dasselbe Buch von anderes? Nein, auf jeden Fall, es war der, der das schreibt, dass wenn man sich so ernährt, dass man keine übermäßige Östrogenproduktion hat, der Abfall, wenn es zu den Wechseljahren kommt, nicht so gravierend ist, sodass der Körper nicht in diesen riesen Schockzustand kommt, sondern sich schon mal daran gewöhnt hat an einen moderaten Östrogenspiegel, was ja auch der Grund sein soll, warum asiatische Frauen, die sowieso mehr Sojaprodukte verzehren, als auch einen geringeren Östrogenspiegel haben, nicht so sehr mit den Wechseljahren kämpfen. Nun ist es aber in unserer zivilisierten Welt ja auch wieder so, dass die meisten Frauen die Pille nehmen, also Östrogenpräparate, und da ist dann natürlich, wenn sie die absetzen, weil sie sowieso nicht mehr schwanger werden können und auch nicht mehr schwanger werden wollen, eben auch wieder ein größerer Abfall von dem Körper zu bemerken, wo ich mich dann natürlich auch frage, spielt das bei der hohen Osteoporoserate, die wir in unserem Lande haben und in allen westlichen Ländern, eine Rolle? Also ihr erkennt, es ist kompliziert, das spielt ganz viel mehr andere Sachen rein. Ich durfte letzte Woche bei einer Knochendichte-Messung dabei sein, beziehungsweise bei mehreren, die in der Uniklinik durchgeführt wurden.
Und ich glaube nicht, dass man sich sowas einfach mal pauschal, weil es einen interessiert, messen lassen kann. Ich glaube, das wird kein Hausarzt verschreiben, aber so weit bin ich da in meinem Studium auch noch nicht. Ja, und daher denke ich, es ist völlig in Ordnung, wenn man so seine 700, 800, 900 oder so Gramm isst aus pflanzlicher Kost und dass man da keinerlei Osteoporose-Risiko eingeht, zumal es auch laut Weltgesundheitsorganisation bei derartigen Mengen nicht dazu kommt. Gut, das sind jetzt nicht die Empfehlungen, die die DGE und die Food and Drug Administration haben mit diesen 1000 Milligramm. Wer da unsicher ist, kann natürlich zusätzliche Calciumpräparate einnehmen oder mit Calcium angereicherte Pflanzenmilch. Aber ich denke, mit dem Wert ist man da schlussendlich ganz gut mit dabei. Wer andere Studien hat, andere Thesen, andere Belege bezüglich sowohl Milchprodukte als auch Calcium, der kann mir die gerne drunter posten. Ich bin sehr interessiert daran, mich mit anderen Leuten darüber auszutauschen, anders als so mancher Rohkostautor, der wohl sowohl meine Kommentare als auch Kommentare meiner und seiner eigenen, ihrer eigenen Zuschauer nicht veröffentlicht und sich weigert, darüber zu diskutieren, außer in ihrem eigenen Forum. Ich finde, ein wissenschaftlicher Diskurs bringt alle voran, alle Mitleser, alle, die darüber diskutieren. Ich lerne da auch drüber, oder ich lerne auch dazu, wenn Leute mir eine gegenteilige Meinung präsentieren. Und ich finde es auch hilfreich für alle, die jetzt hier zuschauen, eine gegenteilige Meinung zu lesen oder zu hören, damit man sich dann halt ein eigenes Bild auch verschaffen kann. Also wie gesagt, gerne alles unten drunter. Wenn ihr was ausgelassen habt oder Fragen dazu sind, gerne auch unten drunter. Ansonsten freue ich mich und bedanke ich mich, dass ihr zugeschaut habt. Wenn euch das Video gefallen hat, gebt mir einen Daumen hoch. Wenn ihr keins meiner Videos verpassen wollt, abonnieren. Und ansonsten sage ich ciao. Bis bald. Eure Silke.